Das Internet ist wie eine Stadt. Es gibt Orte, die Kinder bedenkenlos aufsuchen können, wie der Bäcker oder Kiosk um die Ecke. Zusammen mit ihnen lernen Kinder diese Orte kennen. Im Internet sind die zahlreichen Kinderseiten oder auch Kinder-Apps solche geeigneten Orte. Es gibt aber auch Orte, die sollten Kinder meiden, weil sie Angst machen oder gefährlich sind. Sicherlich warnen sie ihr Kind in der Stadt vor solchen Orten und Begegnungen. Für das Internet, wo gute und gefährliche Orte nur einen Klick weit entfernt liegen, gibt es einen technischen Filter. Mit Hilfe von Kinderschutzsoftware können Sie Internetseiten, die für Ihr Kind nicht geeignet sind, sperren. Bis 12 Jahren nutzt Kinderschutzsoftware eine sogenannte Whitelist. Dort werden alle geprüften Kinderseiten für die unterschiedlichen Altersgruppen gelistet. Steuert Ihr Kind eine andere Seite an, wird diese blockiert. Meist können Sie mit der Software auch bestimmen, wann und wie lange Ihr Kind online sein darf. Auf unserer Internetseite kinder-und-jugendschutzsoftware.de haben wir kostenlose Kinderschutzsoftware gelistet. Entscheidend bei der Wahl ist, welches Betriebssystem Ihr Gerät nutzt. Keine Kinderschutzsoftware kann einen umfassenden Schutz bieten. Begleiten Sie daher Ihr Kind bei den ersten Schritten im Netz. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Orte in dieser globalen Stadt.